Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Isle. Wir spielen heute auf Teutonic 1 ein Allo. Und ja, es ist noch ein kleiner Allo, deswegen werden wir mal gucken, wie weit wir heute kommen. Was es dazu noch mehr zu sagen gibt, das zeige ich euch gleich und ich höre schon irgendwelche Schreie. Ja, lang ist es ja, dass ich ein Allo gespielt habe und ich habe ihn jetzt mal ein bisschen umgestaltet, sonst habe ich ja immer so wunderschön schwarz-weiß, was ich sehr, sehr schön finde. Jetzt habe ich ihn mal so gelblich-hellbraun gemacht und ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, wenn er mal groß ist. Was sind das nochmal hier? Sind das die los? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde nicht lange überleben. Ich weiß gar nicht, ob hier UV-Schutz ist. Ich glaube, hier ist kein UV-Schutz. Ich hätte mir vielleicht nochmal die Regeln durchlesen müssen. Aber das ist eigentlich immer nicht so dramatisch. Und auf Teutonic 1 waren wir ja nun schon wirklich sehr, sehr häufig. Ich glaube, wir dürfen hier leider auch nicht mixpacken. Das ist sehr schade. Oh, was ist das denn? Rotes da unten. Seht ihr das? Da rechts am Baum. Da sieht was rötlich aus. Ob das eventuell ein paar Ribs sind? Ich meine, ich habe jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Hunger gerade, weil ich ja gerade erst gespawnt bin. Aber ich mache mich einfach mal auf den Weg dorthin. Oh Gott, ja, das ist ein Dilo. Vor Dilos habe ich doch immer ein kleines bisschen Angst. Ja, supi. Ich sehe mich jetzt schon als Dilo-Futter. Ich glaube, ich werde auch gleich mal fragen, ob ich hier vielleicht eine Allo-Gruppe irgendwo finde. Das wäre ganz, ganz traumhaft. Und ich glaube, das war hier nicht zu fressen. Genau, hier war das. Das sah wahrscheinlich nur so aus. Ah, doch, da hinten. Oh je. Einfach nur getötet und gar nicht viel weiter gegessen. Das ist ja fast ein Zeichen für irgendwelche Dinos, die einfach nur blutrünstig hier durch die Gegend laufen. Oh je. Ja, mal schauen. Oh je, hier liegen sogar mehrere Avas rum, die gekillt worden sind. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen uncool. Da ist bestimmt irgendwo ein Dino, aber ich würde es wagen oder mal versuchen, von einem von denen ein bisschen was zu snacken. Einfach mal so... Ja, no risk, no fun quasi. Weil wer weiß, wann ich wieder was zu essen bekomme. Und ja. Ja, ich bin immer ein bisschen super skeptisch, was das angeht, weil ich kann eh nicht fliehen, falls ein Dino kommt. Und ja, wenn es so ist, dann ist es halt so. Schnell was essen und dann schnell wieder weggehen. Mal schauen. Aber hier in der Nähe sind auf jeden Fall sehr viele. Irgendwo. Ich habe sehr viele Stimmen gehört, so Richtung den See, der da unten ist. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Oh, schon aufgegessen. Oh, krass. Hier noch ein paar Ribs. Kann ich jetzt gerade nicht essen mit dir. Okay. Ich möchte das auch gar nicht Ewigkeiten probieren, die Ribs irgendwie zu essen, weil ich mich doch ein bisschen unwohl hier fühle, wenn hier so viele rumliegen und die nicht aufgefressen worden sind. Übrigens gibt es hier die Body-Down-Rule. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob das auch gilt für Avas. Das weiß ich nicht genau. Da habe ich mich auch noch nicht mit befasst. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwo steht. Ah, ich bin tatsächlich satt, deswegen kann ich nichts mehr essen. Ah, praktisch. Alles klar. Ich glaube, ich verstecke mich mal hier so ein ganz klitzekleines bisschen und warte mal ein bisschen ab. Oh ja, ich weiß, man soll sich nicht in den Blättern so verstecken, weil wenn man die Grafik sehr, sehr niedrig sieht, dann verschwinden die. Aber ja gut, hier gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Ja, am besten sind die Tannen halt. Aber ja, find mal hier eine Tanne. Sehr unvorteilhaft eigentlich hier. Oh, schon wieder was gehört. Nach einer geschlagenen Stunde habe ich es tatsächlich mal geschafft, einen Allo zu finden, der mich in die Gruppe aufnimmt. Und es ist wirklich auch nur einer und ich glaube, es ist ein Baby. Und ich glaube, er wurde gerade von irgendjemandem gesehen, so wenn ich den Chat hier verfolge. Ich hoffe nicht. Ich kann nämlich bald wachsen, deswegen würde ich jetzt noch die paar Minuten hier ausharren.
Ich bin nämlich bei 0,76 und es dauert nicht mehr lange. Und ich hoffe, dass ich das noch schaffe. Okay, ich dachte gerade tatsächlich, dass der eine, den ich gefunden habe, tot ist, weil er plötzlich weg war. Aber er hat die Gruppe erneut gemacht. Und wir haben noch zwei weitere Alus gefunden. Oh mein Gott, jetzt bin ich ein klitzekleines bisschen erleichtert, dass doch noch ein paar Alus da sind und wir nicht die aller einzigen sind. Gott sei Dank. Ja, mal schauen, was wir jetzt machen. Ja, so sehen die Alus aus, die anderen. Die sind alle ein bisschen kleiner als ich. Das ist aber nicht schlimm. Vielleicht schaffen wir es jetzt trotzdem, alle zusammen zu wachsen. Denn es müsste bald soweit sein. Ich glaube tatsächlich, ein Alu braucht genau eine Stunde zum Wachsen. Denke ich mal. Zumindest kommt mir das jetzt gerade so vor. Ich weiß, es gibt ein paar Spezialisten hier, die wissen das ganz genau. Und das dürft ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr dürft generell gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lange welche Dinos zum Wachsen brauchen. Es ist soweit, ich kann wachsen und ich bin ganz gespannt, wie ich aussehen werde. Okay, schauen wir mal. Bäm! Ja, geht so. Aber grüne Augen zu alles ein bisschen gelb sieht schon irgendwie ganz cool aus. Und jetzt heißt es, ich muss unbedingt etwas trinken. Sehr, sehr schön. Ja, mal schauen, wie lange wir hier überleben. Wir haben ja jetzt ein bisschen so als Jungtiere noch gejagt gehabt, beziehungsweise, ja, die Avas sind uns eigentlich schon fast entgegengelaufen. Wir sind ja jetzt hier 4 Leute. Und da ist es immer nicht ganz so schlimm dann, was die Beute angeht, was die Avas beziehungsweise angeht. Von daher ist das ziemlich praktisch. Ja, wir trinken erstmal ein bisschen, dann werden wir bestimmt wieder erstmal ein Stück zurückgehen. Oh, oder hat der eine sich ausgelockt? Was ist denn da passiert? Also einer ist jetzt weg gerade. Da weiß ich nicht. Wurde der getötet? Oder hat der sich ausgelockt? Mein Gott, das war ein Rex oder ein Giga. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Meine Güte. Okay, meine beiden kleinen Teamkameraden sind jetzt weg. Direkt beide zum Opfer gefallen. Oh mein Gott. Der war jetzt aber auch so leise, dass ich echt nichts mitbekommen habe. Und die anderen aber auch gar nicht. Krass. Und ich jetzt gerade nicht weiß, wohin, weil es immer noch dunkel ist. Oh wow, das war aber echt eine hinterhältige und specialmäßig gute Attacke von dem. Krass. Damit habe ich so gar nicht gerechnet. Ich weiß aber wirklich nicht genau, was das war. Es sah fast wie ein Giga aus, weil der so super groß war. Aber wie gesagt, es könnte auch ein Rex gewesen sein. So überraschend. Krass. Oh mein Gott. Okay. Ja, Mensch. Ich bin jetzt echt glücklich, dass ich überlebt habe. Aber wer weiß, wie lange. Vielleicht kommt er noch hinterher, obwohl die Body-Down-Rule ist. Aber so ein großer... Der braucht auch viel Futter und da sind, glaube ich, 2 kleine Juvi-Dinos echt nicht viel und schnell aufgebraucht. Ja, währenddessen ich jetzt hier noch die Nacht überdauere, erzähle ich euch noch schnell, was in der Zwischenzeit passiert ist, bevor die Kleinen gefressen worden sind. Und zwar, das hatte ich jetzt nicht mit aufgenommen, weil das echt nicht so spannend war, aber es waren 2 kleine Ceras da, die, ganz hilflos da irgendwo saßen und ich habe es nicht übers Herz gebracht, die zu töten. Dafür hat das eins der Juvis von mir gemacht. Ich habe aber auch tatsächlich nichts von denen gefressen, weil ich auch gar nicht hungrig war eigentlich. Deswegen sah ich keinen Grund darin, die zu töten.
Und ja, mein Herz schmilzt dann doch ein bisschen, wenn da zwei solche kleinen Babys sitzen. Naja, das ist passiert. Dann in der Nacht kam noch ein Dilo, aber es war, glaube ich, auch ein Juvi und wollte angreifen. Und ein Haps war halt tot. War jetzt aber auch echt nichts Spektakuläres irgendwo. Und dann ist das direkt danach mit den Rex passiert. Naja, gut. Es ist so, wie es ist. Die Juvis sind verschwunden. Ich habe wie durch ein Wunder überlebt, dass ich das überhaupt mitbekommen habe und noch weglaufen konnte, ist unglaublich. Ich werde mich jetzt hier erst einmal ausloggen, denn meine Spielzeit für dieses Video beträgt bereits 2 Stunden und ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang. Wenn ihr möchtet, dass wir weiterschauen, wie das hier mit den Allo weitergeht, dann schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!